Wir sind absolut shredded. Es ist geil. Für ungefähr 3 Minuten im Spiegel. Danach ist mein komplettes Leben ziemlich beschissen. Nur noch wenige Tage bis zum allerersten Bodybuilding-Wettkampf. Ich bin langsam absolut shredded und wir ballern jetzt heute ein fettes Brusttraining. Es sind einfach nur noch 9 Tage bis zum Wettkampf. Es ist absolut geisteskrank. Ich bin nervös, ich bin gehypt, aber ich freue mich auch drauf. Ich weiß, wie ich bis jetzt schon gelitten habe. Ich weiß, dass es schon extrem hart war und ich weiß auch, dass jetzt erst der härteste Part kommt, was mich ein bisschen nervös macht, worauf ich mich aber auch richtig freue, weil es eine krasse Challenge für mich ist, weil ich habe in meinem Leben noch nie sowas Hartes gemacht wie das bis jetzt und ich weiß, es ist noch härter. Also mein Kopf kommt da noch nicht so ganz drauf klar. In 3 Tagen fliegen wir nach, oder 2 Tagen fliegen wir nach Birmingham. Ja, jetzt wird hier nochmal ein fettes Push-Training geballert. Ihr seht schon hier, wo sind wir hier? Was ist das? Was ist das hier für ein Gym? Guckt euch das Ganze einmal mal an. Absolut geil. Ich wurde auf Insta von einem von euch angeschrieben. Grüße gehen raus an dich, Florian. Und er hat mir geschrieben so, yo, ey, ich habe da in der Nachbarstadt, in der du lebst, ein eigenes Oldschool-Gym. Hast du mal Bock, da trainieren zu kommen? Ich habe mir gedacht, no way, ich bin eigentlich schon die ganze Zeit nach einem geilen Gym in meiner Nähe am Suchen. Hab nie was richtig Krasses gefunden. Und jetzt habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und jetzt sind wir hier, Alter. Also zuerst mal Gym-Tour. Wir haben hier Maschinen. Crazy. Und hier haben wir noch mehr Maschinen. Es sieht absolut geil aus. Also ich habe richtig Bock aufs Training. Ich laber euch nicht voll mit irgendwelchen Maschinen. Wir starten direkt rein. Bevor wir aber ins Training starten, gibt es natürlich wie immer den Crank Pump Pro. Heute im Geschmack Cherry Cola. Ist mein zweit-favorite Geschmack. Und viele fragen mich, ey, der Strawberry Kiwi Geschmack ist die ganze Zeit ausverkauft. Welchen soll ich mir holen? Cherry Cola. Das ist der zweitbeste Geschmack, auch absolut geil. Und ich bin natürlich, ich wechsle auch ab und zu gerne ab. Auf jeden Fall geht's mit dem Gutschein wieder darauf, aktuell sogar 20% Rabatt. Also gönnt euch und Prost. But if you go against me, you the opposition. But if you wanna test, look like you can close the distance. I'ma give an A for ever since you're so persistent. With you, I'm just practicing. Cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving. Cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me. You is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me. Knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already. Not selling my, you on the Training, wir sind durch. Gebt euch mal diesen Pump, es ist absolut crazy. Auch die Titten sind richtig schön voll. Alter, wir sind shredded, es ist geisteskrank. Wir sind absolut shredded. Es ist geil für ungefähr 3 Minuten im Spiegel. Danach ist mein komplettes Leben ziemlich beschissen.
Und das will ich an dieser Stelle auch nochmal kurz sagen. Leute, auch wenn es geil aussieht, so einen tiefen Körperfett zu haben, irgendwelche Streifen auf der Brust, dann hier noch das hier, bla bla bla, das sieht alles toll und schön aus. Aber glaubt mir, das wollt ihr nicht haben. Der Alltag für mich ist absolut hart, ist absolut schwer, ist absolut beschissen auf Deutsch gesagt, denn der Körper ist nicht dafür gemacht, so ein tiefes Körperfett zu haben. Ihr solltet nicht auf so ein tiefes Körperfett euch runterhungern, denn es ist einfach absolut nicht gesund. Im letzten Video habe ich euch ja schon meine Blutwerte gezeigt und die sind ja absolut beschissen. Das ist ja wirklich also komplett bodenlos, also das ist wirklich gar nicht gut. Aber auch unabhängig davon geht es mir aktuell nicht wirklich gut. Ich sage das hier nicht, um irgendwie rumzuholen, oh, ich bin so ein Armer, lasst alle ein Like da, dann geht's mir besser. Like könnt ihr trotzdem da lassen und Reihenfolge über den Wettkampf nicht verpassen, wird auch nicht schaden. Aber ich will an dieser Stelle sagen, ich bin nur so shredded, ich bin nur auf so ein tiefes Körperfett runtergegangen, weil ich auf die Bühne gehe, weil ich diesen Wettkampf absolut abreißen will. Und nach dem Wettkampf gehen wir mit dem Körperfett auch wieder hoch auf ein gesundes Level von 10, 12, 15%. Und falls euer Ziel ist, so tief im Körperfett runterzugehen, macht es nicht. Macht es einfach nicht. Bitte. Es ist nicht wert. Es ist wirklich nicht wert. Vorausgesetzt, ihr geht nicht auf die Bühne. Wenn ihr auf die Bühne geht, ja, dann müsst ihr shredded werden. So funktioniert das ganze Bodybuilding-Zeug. Aber es ist trotzdem nicht gesund. Und somit würde ich sagen, wird sie jetzt direkt das Isoklee gegönnt, wie nach jedem Training. Denn es ist wirklich wichtig, dass wir nach dem Training direkt unsere Proteine decken, damit wir die Muskeln, die wir im Training aufgebaut haben, mit ein bisschen Rumgestöhne und ein bisschen Gewichte wegpushen, auch behalten und die nicht verlieren, damit wir nicht umsonst trainieren. Also, ich hole mal nicht so viel. Hier haben wir es und Leute, guckt mal, was wir hier für einen geilen Geschmack haben. Peach Rings. Den 4-Jahres-Jubiläums-Isoclear-Geschmack. Ich bin am Tendieren mein Favorite oder mein Second Favorite. Kaktusfrucht war schon immer mein Favorite, aber dieser Geschmack ist so geisteskrank gut, ist so lecker, dass der wirklich die Nummer 1 sehr streitig macht. Ist absolut krass. Aber angemerkt bei dem Geschmack, holt euch das Ding nur, wenn ihr es wirklich gerne sehr süß habt, denn das ist einer der süßesten Isoclear-Geschmäcker. Aber ich hab's gerne süß, aber beschwöre ich mich darüber nicht. Welchen Geschmack ich aber absolut jedem empfehlen kann, ist Kaktusfrucht. Das Ding ist richtig geil und für die, die es gerne ein bisschen weniger süß haben, gibt's Cherry und Peach Iced Tea Flavor, less sweet auf jeden Fall. Bevor wir uns die Proteins aber reinziehen, auch wenn es wichtig ist, dass wir die direkt nach dem Training reinziehen, gibt's noch ein kurzes Posing an dieser Stelle, denn ich weiß, ihr wollt es sehen. Ich weiß, ihr wollt es sehen. Posting gefallen. Was mir gefällt, ist dieser Isoclear. Aber mal gucken, zuerst mal gucken, ob der Pop stimmt. Ja, ja, der Pop stimmt. Also das heißt, das Isoclear wird lecker. Ich bin jedes Mal geflasht. Geisteskrank. Geisteskrank. An dieser Stelle aber auch noch mal einen kurzen Plug, denn das Isoclear ist nicht nur das beste Protein, sondern spart ihr darauf sogar maximal mit dem Code Jeremy und außerdem supportet ihr mich und diese Wettkampf-Prep damit, also mit jeder einzelnen Bestellung, die ihr macht bei ESN, wenn ihr den Code Jeremy beim Checkout benutzt, unterstützt ihr mich. Daher Kuss und Liebe geht raus an jeden Einzelnen, der mich unterstützt. Und ja, unabhängig davon ist es zwar aber übertrieben geil, wenn ihr gemütlich seid. Kleiner Tipp an dieser Stelle, trinkt's lieber und leert euch nicht an wie ich. Okay, wir sehen uns zu Hause.